Wer sich in der Königsklasse mit den Besten der Welt messen möchte, muss früh beginnen. Entsprechende Nachwuchsprogramme sind daher von großer Bedeutung. Auch in Österreich werden junge Motorradtalente gefördert. Der Austrian Junior Cup geht nach einem erfolgreichen Auftakt 2021 bereits in die zweite Saison. Der Austrian Junior Cup hat sich letztes Jahr wirklich toll entwickelt. Wir haben junge Talente hervorgebracht, was in Österreich geschlummert sind und wirklich auf einem hohen Niveau international unterwegs sind. Im Rückblick, glaube ich, ist was richtig Tolles passiert. Aber jetzt, das war der Anfang, jetzt muss es richtig weitergehen. Und da ist es ganz wichtig, was dann auch im zweiten, im dritten, im vierten Jahr passiert. Weil jetzt haben wir eine Rennszene. Die Protagonisten dieser Rennszene? 18 Nachwuchstalente zwischen 13 und 20 Jahren. Auch ein Mädchen ist am Start. Lena Kemmer mischt bereits in der Auftaktsaison das Feld ordentlich auf. 2022 jagt sie erneut den Gesamtsieg. Im Hinblick auf den Rennkalender gibt es in der zweiten Saison folgende Neuerung. Mit der KTM RC4R wird nicht nur auf der Rennstrecke in, sondern auch rund um Österreich gefahren. Eine andere Nachwuchsserie feiert in diesem Jahr ihre Premiere in Österreich, die MiniGP. Als Teil des Dorna-Programms Road to MotoGP kämpfen Talente zwischen 10 und 14 Jahren an 5 Rennwochenenden um den Sieg. Gefahren wird auf einer Ovale GP0160. Österreichs Motorradsportlegende Gustl Auinger steht den Jungs und Mädchen mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich ja unheimlich drauf, weil es schon wirklich seit geraumer Zeit mir ein Bedürfnis ist, dass man genau in diesem Altersfenster eigentlich nicht wirklich was hat für die jungen Talente. Und die Erwartungen, die stehe ich jetzt ein bisschen hinten an, weil es einfach um ums Beginnen geht, um ums Kennenlernen geht. Aber ich bin fest überzeugt, dass diese Bewegung in die richtige Richtung ist. Wenn man jetzt über diese Mini-GP, wenn man meint, okay, was passiert, wenn ich da jetzt gut bin, dann gäbe es eigentlich sofort das Anschluss den Austria Junior Cup, dann würde es auch den European Talent Cup geben, dann würde es auch den Northern Talent Cup geben, den Rookies Cup, bis hin zum MotoGP. Der Weg in die Königsklasse ist mit diesen Nachwuchsprogrammen auf jeden Fall kein einfacher. Meister ist bekanntlich ja noch keiner vom Himmel gefallen. Da tickt die MotoGP nicht anders.